Ganz herzlich willkommen zu Rock TV. Bei unseren heutigen Gästen kommt nichts vom Band oder aus der Konserve. Alles ist live. Das stellen sie jetzt unter Beweis. Hier kommt für euch die Stage Band. Viel Spaß mit Don't Stop. Und diese fünf jungen Männer hier bei mir werden, glaube ich, auch nie aufhören. Seit 40 Jahren gibt es euch schon in dieser, also nicht in dieser Besetzung, aber als Stageband. Ja. Was hat sich getan in den 40 Jahren? Du bist nämlich der letzte Mohikaner, deswegen frage ich dich, Uli. Was darauf schließen lässt, dass wir nicht mehr der Jüngste sind, ne? Das hast du jetzt gesagt. Ja. Also in diesen 40 Jahren, um es kurz zu sagen, ist aus einer Tanz-Rockband im Laufe der Zeit eine richtige Oldie-Band mit Rockmusik geworden. Eine Verschmelzung. Das heißt, früher haben wir auch viel Tanzmusik gemacht, aber immer schon den Schwenk gehabt, um Rockmusik auch anzuhängen, was der Jugend sehr gefallen hat. Und das ist dann auch stecken geblieben. Und dann so in den letzten Jahren, so seit 2000, haben wir dann den Wandel gemacht und haben jetzt daraus eine richtige Oldie-Rockband gemacht. Und so soll es auch bleiben mit den Stücken, die wir gerne spielen und hören. Und das sind ausschließlich Stücke aus den 60ern und 70ern? Großen und ganzen Jahren. Wir nennen das nicht ganz so eng. Wir greifen auch schon mal in die 80er rein. Aber das ist also nur ganz spezielle Stücke, damit man ein bisschen auch die nachfolgende Jugend, hätte ich jetzt bald gesagt, ein bisschen damit versorgen kann. Aber im Großen und Ganzen, weil da kommen die besten Stücke weg aus den 60ern und 70ern. Wann bist du dazu gestoßen, Michael? 1989 haben wir uns das erste Mal gesehen, getroffen. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Ein denkwürdiges Ereignis in Paderborn, ne, Uli? Ja. Und ja, dann ist es im Grunde genommen so geschehen, wie Uli gerade schon andeutete. Stück für Stück ging es dann von der Tanzmusik immer weiter in die Richtung, wir machen das, was wir gerne spielen, wo wir Spaß dran haben. Und daraus ist dann irgendwann entschieden worden, wir vergrößern uns, machen es ein bisschen anders, aber dafür speziell auf das, was wir gerne machen wollen. 60er, 70er Jahre.
Alex, du bist der Sänger und würdest du sagen, dass du auch die Führung inne hast oder wer hat bei euch in der Band das Sagen? Also ich schon mal gar nicht. Ich habe hier nämlich gar nichts zu sagen. Nur laut. Führung, so gibt es eigentlich nicht. Richtig. Bei uns, denke ich mal, weil alle das gleiche Stimmrecht haben. Rudi macht ein bisschen Finanzen und Michael sagt manchmal, das oder das wird gemacht, aber im Großen und Ganzen gibt es keine Nummer 1 und keine Nummer 2. Also ich verrate euch das ja jetzt ja mal, ne? Aber die haben mir vorhin hinter den Kulissen schon erzählt, so, das sind schon die beiden wichtigsten Instrumente und die sagen, wo der Hase langläuft. Ja, das liegt aber am Alter. Und an der längsten Bandzugehörigkeit, das muss man ja auch sagen. Aber, aber ihr fühlt euch schon als eine Band? Oder ja, habt ihr das Gefühl, dass seid ihr ein bisschen ausgegrenzt von den beiden? Was sagst du, Peter? Wir sitzen auf der Seite, die sitzen auf der Seite. Sagt alles. Klaus. Ich finde, ein bisschen Respekt muss auch sein, ne, Uli? Ja. Euch gegenüber, den Älteren gegenüber. Eigentlich mehr dem Zuhörer gegenüber, ne? Klaus, ihr covert ausschließlich Songs. Ja. Wie kommt das? Warum schreibt ihr keine eigenen Stücke? Warum wir keine eigenen Stücke schreiben? Wir haben das auch schon versucht und machen das und sind vielleicht auch, werden in Zukunft vielleicht auch mal ein bisschen da in diese Richtung gehen und mal schauen, was da vielleicht eventuell noch bei rumkommt. Peter möchte was sagen. Ich möchte was sagen. Ich weiß nicht unbedingt, ob die Leute unsere Stücke auch hören möchten. Also wir spielen eigentlich das, was wir im Moment mit dieser Oldie-Band einen Zeitgeist aufgreifen und möchten gerne das Publikum erreichen. Das heißt also, eigentlich spielen wir das, was das Publikum hören möchte. Wenn wir jetzt eigene Stücke machen würden, denke ich, müsste das eine andere Ära sein. Das würde wahrscheinlich nicht unter Stageband laufen, sondern das müsste einen anderen Rahmen bekommen. Also ihr lebt wirklich vom Live-Feeling, ne? Ihr seid einfach eine Rampensäue und ihr seid eine Live-Band. Ja, genau. Ich denke, der entscheidende Punkt ist, den Peter schon angesprochen hat. Es geht um den Spaß, den man bei einem Auftritt hat, den die Leute haben. Die Leute sollen einfach eine schöne Zeit haben. Die sollen sich zurückversetzen, die sollen die Lieder hören, die sie selber gerne in der Jugend gesehen haben. Wenn sie ein paar Erinnerungen dabei haben, wenn sie sich dann am Tisch sitzen und schnippen und tanzen oder wie auch immer, dann freut uns das. Und ich denke, dann entsteht so ein Funke zwischen Publikum und Band und das muss man einfach live mal erlebt haben, das macht einfach Spaß. Ja, man hat es auch gemerkt hier bei uns im Studio, also wenn wir dann auch mitgegangen sind, weil ihr ja auch einfach gerockt habt, das ist dann auch, dass ihr dann auch gleich motivierter wart, dass es euch dann auch mehr Spaß gebracht hat. Ja, das ist automatisch. Wir beobachten ja das Publikum. Das heißt jetzt, so wie du das vorhin gemacht hast oder wie ihr da überhaupt, man merkt anhand eurer rhythmischen Bewegungen, so möchte ich das mal sagen, war toll, dass es voll rüberkam. Das kam so richtig aus dem Bauch heraus. Und so machen wir das auch, wenn wir auf großen Bühnen, wir machen ja auch richtig so Open Airs oder so Geschichten. Und wenn man dann das Publikum beguckt, da tanzen die ja eigentlich so weniger, aber die wippen dann so richtig mit und man merkt so richtig, der Funke ist jetzt übergesprungen. Und das geht dann gut ab. Und jetzt könnt ihr richtig abgehen zu Take It Easy von der Stage Band. Well, they wanna own me too. They wanna own me once.
Take It Easy war das. Und ihr nehmt euch auch ganz alle nicht so ernst, ne? Ihr seid auch relativ entspannt. Habt eigentlich auch alle Berufe neben der Musik. Ist es für euch wichtig, dass ihr das ganz relaxed auch machen könnt und keinen Druck habt, davon euren Lebensunterhalt zu verdienen? Ja, Druck ist das Stichwort, wenn man den ganzen Tag unter Druck steht. Was machst du denn beruflich? Ja, ich habe eine Druckerei. Nice, das war aber Steilvorlage. Ja, ist das halt so, dann hat man so eine kurze Auszeit, wenn man probt, wenn man auf die Bühne geht, ist das eben, da schaltet man um, da ist man dann eben in einer anderen Welt. Und das ist schön, das ist gut, man ist ausgeglichener, man kommt wieder nach Hause und sagt, boah, das war wieder gut. Ja, und dann kann man auch den Druck wieder zu Hause aushalten. Nichtsdestotrotz habt ihr ja die letzten Jahre in der Musikbranche miterlebt. Was hat sich da verändert für euch? Ja, da hat sich ja einiges verändert. Das ist ja angefangen mit den 80er Jahren, dass die Synthesizer-Musik sehr stark wurde und dadurch änderte sich das Klangvolumen. Die 90er und auch ab 2000 ging in ganz andere Richtungen. Wir hatten vorhin das Thema noch so, das ist eine ganz andere Richtung, aber nicht mehr so melodiös. Die schönsten Stücke sind eigentlich manchmal Stücke, die auf Alten aufgebaut sind und dann entsprechend geändert worden sind. Es ist auch so eine ganz andere Richtung. Man kann das ja jetzt nicht mischen. Es gibt ja viele Stilrichtungen oder so, die aber eigentlich nicht mehr so live zu produzieren sind auf der Bühne. Das heißt, wenn wir die Stücke aus den 60ern, 70ern spielen, die sind so danach gerichtet, dass sie A, Melodien haben, gute Melodien. Man merkt das ja bis heute, sonst hätten die sich ja auch nicht gehalten. Und B, dass sie auch performt werden können von uns so mit unseren Instrumenten, weil wir ja nichts aus dem Playback spielen. Wir spielen ja alles so, wie es da ist, live. Jeder Ton kommt live. Wie ich schon in der Anmoderation gesagt habe. Ja. Und das ist wichtig. Wir wären theoretisch in der Lage, alles zu machen. Playback oder was weiß ich, von hinten Sachen einzuspielen und, und. Aber genau das wollen wir nicht. Und genau das kommt auch bei den Leuten an. Die Leute merken das. Und das ist eben der Kick. Ihr sprecht immer von den 60ern und 70ern, trotzdem gibt es auch da ja große musikalische Unterschiede. Ihr ändert auch die Instrumente. Was für Unterschiede seht ihr konkret zwischen der Musik der 60er und der 70er? Alex. Also ich bin da, glaube ich, der falsche Ansprechpartner, weil ich bin in den 70er Jahren zwar geboren. Okay, Michael. Genau. Dein Stichwort. Ja, könnte man so sagen. Ja, Uli hat es gerade schon einmal angedeutet. Wir haben in den 60er so diese typischen Gitarrenbands. Da kommt uns sicherlich zum Vorteil gereicht, dass wir mit zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug schon mal grundsätzlich den Sound der 60er Jahre reproduzieren können. Da kommen auch dann Songs weg, die dementsprechend im Repertoire wiederzufinden sind. Dann kommen wir in die 70er Jahre rein und da haben wir dann solche Sachen, dass Keyboard-bezogene Stücke reinkommen, ob das dann Manfred Mann's Earth Band ist, ob das Sachen sind, die von Fleetwood Mac oder so weiter reinkommen oder auch Deep Purple mit der Orgel. Da geht es dann in eine andere Richtung, da kommt ein anderes Klangverhalten rein. Insofern ist es schon ein Unterschied, aber es ist diese typische Art der handgemachten Musik und wie Uli gerade schon sagte, mit den starken Melodien und das trägt. Wenn ihr mal einen Ausfall habt und ganz verrückt einen Song aus dem 21. Jahrhundert spielt, was ist es dann für ein Song? Alex, das darf ich dich jetzt fragen. Das passt auf dein Alter. Also für mich, genau. Für mich wäre es wahrscheinlich ein Lied von AC/DC. Ja. Für jeden ist es wahrscheinlich aus irgendeiner anderen Band oder Lieblingsband. Aber wie wir eben schon hatten, in den letzten 20 Jahren finde ich, dass nicht allzu viele gute Sachen in der Rockszene rausgekommen sind. Das Thema hatten wir eben auch schon mal. Welcher Star oder welcher Künstler spielt Musik oder welche Band macht Musik, die man in 20 Jahren wahrscheinlich noch hört? Uns ist in den letzten 20 Jahren eigentlich keiner eingefallen, außer vielleicht Michael Jackson, aber das war es dann auch. Und deswegen sind wir in den 60er, 70ern hängen geblieben, weil die kannst du in 20 Jahren auch noch mal spielen. Das ist ohne wahr, dass sie an Wert verlieren, hundertprozentig. Das stimmt. Wir springen zu einem etwas anderen Thema, das nämlich auch sehr aktuell ist. Castingshows. Ihr seid eher kritisch eingestellt gegenüber Castingshows. Ich muss das ablesen, damit ich auch ja nichts Falsches sage. Eine Band ist eine Einheit und keine Castingshow. Stammt dieser Satz von euch? Ist das richtig?
Stammt da nicht, aber könnte sein. Es kann gegen dich verwendet werden, also pass auf, Peter. Michael nickt, ich sage mal, jo. War der Satz nicht von dir, Peter? Es war jeder Abend bei Uli in der Küche. Ich weiß, dass ich zu einem Casting mal da war. Das dauerte genau 5 Minuten. Genau. Bei der Stageband. Bei der Stageband, als ich da eingestiegen bin, vor circa 8 Jahren. Wie lief das so ab? Das lief ab so nach dem... Das war so der... Knallhart. Das war halt so, dass dann der Sprung da war von dieser Drei-Mann-Band zu dem Thema, was machen wir weiter? Und man hat mich dann gefragt, Mensch, komm doch mal vorbei, spielst du bei uns Bass? Mhm. Ja, und Uli, ein bisschen kritisch in der ganzen Sache, sagt sie so nach dem Motto, du, ich kenne schon viele und das wird doch eh nix. Wir haben ein Stück angespielt. Wie gesagt, ich habe früher auch viele, sagen wir mal, einige Bands schon hinter mir, kannte eben die Stücke sehr gut. Man konnte sofort im Grunde den Funken spülen. Wir haben ein Lied gespielt. Das war die Castingshow. Deswegen, also, und dann war eigentlich der Punkt geboren, so nach dem Motto, wenn wir das weitermachen in dieser Besetzung, wir wollen nicht austauschen, wir wollen nicht im Grunde in irgendeiner Form mit anderen Musikern nach dem Motto, der kann heute nicht, dann holen wir uns den oder holen den. Nein, wir sind eine Band, das war im Grunde das Motto und das leben wir eigentlich auch. Okay, also ihr habt kein Problem mit Castingshows per se? Nein, nein. Klaus, wir gehen sag mal. Nur, wir sind der Meinung, also eine Band, die muss wachsen. Die Leute müssen zusammenpassen. Wenn die sich verstehen und auch musikalisch so auf der gleichen Welle schwimmen, dann ist das schon der Grundstein einer Band. Und wenn dann noch so tolle Leute wie wir hier alle zusammen und mit Freunden und alle sich super verstehen, also dann, wir brauchen keine Castings. Das kann ich nur bestätigen. Dass diese Band eine Einheit ist, das hört ihr jetzt in Highway to Hell. Time. My friends are gonna be there too.
Alex, was war da los? Ja, genau das mit dem Highway to Hell, das war, ich glaube, mit der Grund, warum ich überhaupt in diese Band rein durfte. Ich muss ja sagen, durfte, weil ich bin ja das Jüngste, das Küken quasi, das jüngste Mitglied hier. Du musst es nochmal betonen, ja. Küken oder was? Ja, unbedingt, Küken, genau. Ja, gut. Ja. So war das. Also wir haben mal einen Probe-Gig gemacht, sage ich mal. Da hatte die Stageband einen Auftritt und ich habe dann gasthalber mal Highway to Hell gespielt und das war eigentlich so, oder gesungen. Das war dann der Schlüssel für die Jungs zu sagen, das wär's, wenn wir das ein bisschen in die Rockschiene reinbringen könnten. Und das hat dann auch super geklappt. Das heißt, ich bin eher so für den rockigen Bereich da, obwohl ich natürlich dann auch viele Lieder übernommen habe. Von denen, die haben ja alles gesungen vorher, also die ganzen 80 Stücke, okay, die wir spielen und auch mehr. Aber die Rocksachen, die habe ich dann gerne übernommen. Und es ist für euch okay, also ihr könnt da auch gerne einfach Alex glänzen lassen und dann eher so ein bisschen im Hintergrund stehen. Sagen wir mal so, dieser Abend, von dem Alex spricht, das war ein Schlüsselerlebnis. Ich persönlich hatte immer etwas gegen Sänger, sage ich mal ganz ehrlich. Weil die singst doch auch. Ja, aber ich bin ja kein reiner Sänger. Reine Sänger. Ich meine diese Sänger, die immer im Fernsehen sind, bei den ganzen Bands, egal welche. Worauf geht die Kamera? Auf den Sänger. Auf den Sänger. Die Instrumentalisten können sich die Finger wund spielen, die Kamera bleibt auf dem Sänger. Und der Sänger ist immer derjenige, der nie was für ein Instrument tun musste, der sich ganz kaufen musste, der nicht üben musste. So, das ist das Problem. Deswegen war ich immer negativ gegenüber Sängern eingestellt. Bis zu diesem berühmten Abend. Wir kannten Alex zwar, weil die beiden haben ja zusammen in der Band gespielt schon. Und das war ein rockiger Abend, war das also auch. War auch eine schöne Lokalität. Wir haben den ganzen Abend herumgerockt und dann turnte unser Alex herum. Leicht angetrunken. Leicht angetrunken, das muss man dabei sagen. Weil ich war Gast bei dieser Party eigentlich. Ich sag, das war nicht geplant, also ich war einfach nur da. Völlig, also nichts geplant, gar nichts. War reiner Zufall. Ich sag zu unserem Peter, ich sage, das ist doch Alex von euch, der Sänger. Ich sage, pass auf, der will gleich mal ein bisschen singen, wenn der einen auf der Lampe hat. So kam es auch. Alex hatte einen auf der Lampe und wir haben gesagt, er kann singen. Ist doch alles diese Rockstücke. Da wir auch ziemlich original spielen, die Band auch, war das kein Problem. Und da habe ich dann was festgestellt, dass die Leute, im Gegensatz zu vorher, wir haben gespielt, kam gut an, war kein Problem. Alex sang, die standen da nur noch und hörten zu. Habe ich gesagt. Also wenn, so ein Sänger wäre doch nicht schlecht. Also man merkte diesen Unterschied. Das heißt, wenn du einen starken Frontmann hast, der richtig gut singen kann, der die Stücke richtig gut rausbringt, ist dann doch so eine Sache wert. Ne? Und so kam das, dass irgendwie wir gesagt haben, wir könnten das so mal gebrauchen. Bis unser Michael dann, die sich einigten, Alex wollte mal zur Probe kommen. Dann geht's los. Das war dann sozusagen sein Casting. Ich würde auch sagen, 5 Minuten. Ja. Maximal. Maximal. Ja, du wurdest dann aber auch gar nicht mehr gefragt, Alex, ne? Ah, doch, gefragt wurde ich schon. Also, kannst du mal vorbeikommen? Ja, zur Probe. Genau. Ich so, du, ja, jetzt kann ich mal machen. Morgen auf, ne? Ja, weißt ja, genau. Nächste Woche mal Probe, komm vorbei. Okay. Da hatte aber auch gerade die andere Band, wo wir vorher drin gespielt hatten, die gab es dann auch gerade nicht mehr. Ne? Also, das war irgendwie ein halbes Jahr vorbei. Und da kam das eigentlich ganz recht. Da hatte ich wieder meine 2 Bands und konnte wieder 2 Mal in der Woche proben. Michael möchte auch noch sein Selbst dazu geben. Im Grunde genommen gibt es zu jedem, wie einer in die Band reinkommt, immer eine schöne, schöne Geschichte. Bei Alex ist es seinerzeit so gewesen, dass Peter und ich zusammen im Auto unterwegs waren und dann die Überlegung kam von wegen, wenn wir noch mal was tun wollen, dann lass uns am Gesang noch mal was machen. Ja, dann lass doch mal Alex anrufen. Und dann haben wir aus dem Auto heraus Alex angerufen, ob er nicht mal das nächste Mal zur Probe kommen möchte. So, kannst du mal vorbeikommen. So, ne? Und dann passiert das genau, wie Peter schon erzählt hat. Der kam immer wieder. Man ist ja nicht mehr losgeworden, ja, ne? Ja, ihr sind ja nicht mehr losgeworden, nein. Gott sei Dank. Aber das ist jetzt, das muss ich jetzt noch aus persönlichem Interesse fragen, Alex, wie macht man das? Und ist das jetzt Growling, Screaming? Was ist das genau, was du machst? Ich weiß es. Oh. Gibt es da Fachbegriffe für? Für mich ist das einfach Schreien. Also es ging ja so, wie ich überhaupt zur Musik gekommen bin, war ja so, dass ich immer, wenn Party war und es hat eine Liveband gespielt, AC/DC kam, boah, voll mitgegrölt hat und irgendwer gesagt, mal kannst du nicht auch mal AC/DC singen? So fing das dann mit der ersten Band an. Dann kannst du ja zur Probe kommen, also wie eben auch schon, kommst du mal zur Probe und singst einfach mal 2 AC/DC-Stücke, die können wir dann performen auf der Bühne und dann ist das in Ordnung. Ja, dann kam ich zur ersten Probe, das war 1998 im Oktober.
8 Jahre war ich da jung. Ja. Dann sagten die mir doch, dann sagten die mir doch tatsächlich, Peter, weißt du das erste Lied noch? Da sagte mir der Daniel Rodenberg, jetzt singst du als erstes Wolle Petri. Ich sag mal, seid ihr bescheuert? Das ist ja, das darf ich auch gar nicht machen. Das heißt, wenn ich das jemandem noch erzähle, dass ich Wolle Petri gesungen habe, darf ich ja in meinen Ort gar nicht mehr reinkommen. Okay, wir schneiden es raus. Genau, ja. Und das ist eine gute Idee. Und dann, ja, dann haben wir das gesungen, das war auch in Ordnung. Dann haben wir, glaube ich, noch ein Lied gesungen und dann sagte Daniel so, weißt du was, bevor das dann doch nichts wird, einmal machen wir noch Highway to Hell. Er war Keyboarder, brauchte nicht mitspielen, geht auf Toilette, wir machen Highway to Hell, er kann wieder. Er sagt, hast du das gerade gesungen? Ich so, ja. Ey, geil, da können wir diesen ganzen Tanzschrott endlich rausschmeißen. Ja, und dann haben wir auch die Band, die auch Tanzmusik gemacht hat, komplett umgekrempelt auf eher Rockmusik und Partymusik. Genauso ging es uns nämlich unten auch. Wir saßen auch also mit offenen Mündern da so, was ist denn da passiert? Ja, genau. Ja, also das war schon echt ein Highlight. Das heißt, du hast da keine Muskeln für trainiert oder so? Nee, um Gottes Willen. Also ich wollte ja mal immer, aber ich finde irgendwie nicht so, so ein Gesangstrainer, dass ich vielleicht noch höher schreien kann, aber bis jetzt brauchte ich das noch nicht, weil noch kam ich überall hin, aber ich weiß nicht, was das Alter noch so bringt. Aber ich merke, es ist schon zu viel Sendezeit für den Sänger. Es ist sehr, sehr schön gewesen, dass ihr hier wart. Es war mir eine große Freude. Ihr habt so richtig Stimmung hier reingebracht und ihr seid den ganzen Tag gut drauf gewesen. Das muss ich jetzt nochmal sehr positiv anmerken. Das ist nicht bei allen so. Das müssen wir aber auch nur, wenn das Team rundherum auch gut drauf ist. Ja, wir waren gut wenn drauf. Wenn da nämlich welche sitzen, die einen nur so angucken. Oder ob die da so sitzen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Oder so stehen. Genau. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Also uns hat das natürlich auch super gefallen hier. Egal was es war, das ganze Team astrein. Und dann ist man natürlich, wie auf der Bühne auch, immer gut drauf. Super. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Wir bedanken uns auch. Und ich bedanke mich auch bei euch zu Hause, dass ihr eingeschaltet habt und zugeguckt habt. Und in 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Wir sind der Meinung, das war Spitze. Spitze! Spitze. Ist das euer Schlachtruf? Nee, Peter macht das immer so.